So, wir sind wieder zurück. Ich hatte mir gerade noch mal die alten Videos alle angeguckt, um mal zu gucken, ob ich irgendwo was übersehen habe. Das ist ja nicht verboten. Und da war mir eingefallen, oder da nicht eingefallen, Quatsch, da habe ich gesehen, dass ja der Geistliche bei dem Kloster da das Ruder ja herausziehen wollte, um irgendwas freizulegen. Wir haben ja jetzt ein Ruder. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal rüber zum Kloster. Wir sind natürlich erstmal falsch gelaufen. Und legen das da erstmal frei, was immer da auch war. So, ist der Grafikglitch noch da? Hier ist nichts. Ich bin mal gespannt, wann der Mord passiert. Die eigentliche Mordermittlung geht bestimmt nachher nur irgendwie 4-5 Videos. Pass mal auf. So, das hätten wir. Dann gehst du da lang. Mann, dass man keine Karte hat wie bei Sherlock Holmes. Das wäre so schön. Ich muss mal eben gucken, was war denn zuerst das Böse unter der Sonne oder Mord im Orient Express? Moment. Beide aus dem Jahre 2008. Tja, das Rätsel des Ruders werden wir bestimmt auch noch lösen. Sie erstaunen mich immer wieder, Hastings. Hat ja auch lang genug gedauert. So. Mal schauen, wo wir jetzt sind. Der Tunnel sieht so aus, als wäre hier schon lange niemand mehr gewesen. Der Staub auf dem Boden sieht unberührt aus. Eine römische Säule aus dem 1. Jahrhundert. Eine römische Säule aus dem... Aber hier gibt's auf jeden Fall Licht. Römisch, ohne Zweifel. Bedenken Sie nur, was diese Steine im Lauf der Geschichte alles miterlebt haben, Hastings. Ne, es sind nur die Steine. Da liegt was. Diese Fußabdrücke. Unglaublich, eine Goldmünze in bestem Zustand. Gut, damit haben wir, glaube ich, das Hochzeitsgeschenk. Menno, mein guter Hastings, ich könnte stundenlang in diesen Tunneln herumstolpern, während in meiner Abwesenheit alle möglichen Verbrechen verübt werden. Ich muss irgendwie sicherstellen können, dass ich die richtige Richtung einschlage. Menno. Ja, eine Spur von Brotkrümeln, würde ich ja sagen. Menno, mein... Tennisball, nein. Habe ich die richtige Sache überhaupt dafür dabei? Nein. Spaten. Menno, mein gut. Gehen wir erstmal wieder raus.
dass es echt keine Funktion gibt, eben schnell zum Hotel zurückzugehen. Boah, das ist so ätzend. Ah, gehen wir hier rum. Bum, 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 bum. Mr. Poirot, haben Sie etwas gefunden, das Oakley als Geschenk zum Hochzeitstag gefallen würde? Ich denke schon, Madame. Diese Goldmünze dürfte ihn wohl interessieren. Glauben Sie nicht? Oh, die ist perfekt. Wo haben Sie die bloß her? Das muss im Moment noch mein Geheimnis bleiben. Hier ist Ihr Schultertuch, Mr. Poirot. Und vielen Dank. Bitteschön. So, damit können wir jetzt vielleicht mal gucken, ob wir die Möwe fangen. Versuchen wir es einfach mal, ob das geht. Och, jetzt muss ich wieder so weit da rumlaufen. Also das Spiel hat es von der Anforderung her auch ganz schön in sich. Also da steht in dem Sherlock Holmes wirklich in nichts nach. Ich bin mal gespannt, ob es auch hier vielleicht irgendwo einen Tod auf die Mil als Verfilmung gibt. Ah, wieder ein Grafikglitch. Toll. Ja, das Schultertuch ist gut. Nein! Versuchen Sie es nochmal, Poirot. Ist doch kinderleicht. Sehe ich aus wie ein Kind oder ein Fischer, Hastings? Verdammt! Sie haben es geschafft! Nur den ersten Schritt, Mademoiselle. Bringen Sie den Vogel in mein Badezimmer und warten Sie dort auf mich. Komm schön mit, du armes kleines Ding. Verdammt! Ist doch jetzt nicht wahr. Ich breche gleich los, ey. Was so eine Sequenz. Da wieder so ein Glitch drin, ey. So. Zack. Wir gehen jetzt erstmal mit ins Zimmer rein.
Rettungsring, ja, den habe ich auch noch so im Hinterkopf. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich irgendwo schon mal einen Rettungsring gesehen habe. Also im Spiel jetzt. Ja, ich natürlich weiß, wie ein Rettungsring aussieht. Wo war denn da einer? Ja. Monsieur Poirot, wir müssen die Lumme sauber machen, schnell. Ich glaube, sie hält das nicht mehr lange durch. Nein, das ist nicht möglich. Précisément. Wir machen Fortschritte. Ja, okay. Und jetzt? Die Idee ist nicht uninteressant. Finden Sie es nicht selbst recht merkwürdig, was Sie... Ich will nicht unhöflich sein, aber... Robuste Bürste mit Öl. Ja, Schnitt.